Lila, heute ein kleiner Programmtipp. Cool Retro-Term. Bevor ich lang was erzähle, zeige ich es mal. Ein cooles Retro-Terminal, das aussieht wie ein Fernseher. Ne? Das ist ein vollbedienbares Terminal. Sieht auch ganz witzig aus. Ja, da kann man auch ganz normal benutzen. RS-A. Ja, geht wunderbar. Ne? Clear Retro-Terminal. Sieht aus wie ein alter Fernseher. Und hat so Profile, sagen wir mal in grün, wäre auch schön, so, alles wunderbar. Ne? Wer sowas haben will, ne? Wer sowas haben will, Apple hätten wir auch noch, Moment, da, Apple 2, sieht so aus. Profile kann man auch noch anschauen oder ganz transparent stellen, Profile. Also ich bin ganz fasziniert, ne? Edit, da kann man noch, wo war das denn noch? Die Settings, da kann man noch ganz viel einstellen. Helligkeit, Kontrast und in den Effekten kann man auch all möglichen Blödsinn einstellen. Ja, Motion Blur, Noise, also Rauschen und was weiß ich, Glühen, ne, dass das so durchläuft, wunderbar. Screen Distortion und weiß der Teufel was. Also das ist doch ganz hervorragend. Ganz hervorragend, finde ich gut. Kann man auch im Vollbild laufen lassen. Da kann man richtig ein mit beide Böcke tun. Der denkt, er wäre auf einem ganz alten Monitor. Gut, wie machen wir sowas? Gefunden, den Link-Tipp in der PC-Welt. Linux Cool Retro Term. So, das ist ein Terminal-Emulator und der braucht Qt5 oder wie auch immer. Ich bin hier unter Ubuntu. Hier ist einiges beschrieben für verschiedenste Linux-Versionen. Für Ubuntu, ich bin eigentlich unter 14.10 und so weiter, das Ding mal kopieren. Es geht dabei erst mal kopieren und ins normale Terminal und da einfügen. Das erstmal alles installieren, ne, den ganzen Kram. Ne. Das hat nicht funktioniert, logisch, habe ich alles schon installiert. So, dann haben wir dieses Qt5 erstmal, da haben wir noch nicht dieses Retro-Term. So, und da muss ich erstmal blättern und ja, gut. Ich muss dann irgendwie in meinen umgebungsvariablen Pfad noch hineinkriegen, den Pfad, der bei mir gilt. Hier ist nur ein Beispielpfad, wo Qt5 ist. Und da habe ich erstmal geguckt, ja, wie kriege ich das denn raus? Gut, Synaptic-Paketverwaltung gestartet, Qt5 gesucht, Qt-Chooser gefunden, hatte ich schon mal gezeigt. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Also Qt-Chooser, ne? So, --help, damit ich überhaupt mal weiß, wo mein Qt5 ist, ne? Qt-chooser, --print, --environment, also die Umgebungsvariablen zeigen. So, und jetzt habe ich den tatsächlichen Pfad, hier in dem Fall bei mir, userlib, bla bla bla. Und das muss ich halt anstelle dem hier einsetzen, den Rest lasse ich so, also Exportpfad gleich, dann das, was ich mit dem Qt-Chooser rausgefunden habe, Doppelpunkt und das hier bitte in der richtigen Schreibweise schreiben, dass das auch groß ist, Path, und dann sollte in eurem Pfad zum Beispiel bei mir folgende stehen. So, jetzt ist das in dem Pfad drin, hoffentlich. Ich habe Path, so, sieht man jetzt hier, der Pfad wurde erweitert, sehr schön. Gut, dann sind wir immer noch nicht fertig. Jetzt müssen wir uns das eigentliche Programm erstmal runterladen. Ja. Jetzt gehen wir am besten mal mit CD in unseren Download-Ordner. Ihr könnt euch auch ein extra Verzeichnis anlegen. Ich habe es so gemacht. So, ihr seid mit dem normalen Terminal im Download-Ordner. Da fängt er an, das hier mal Git clone, bla 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 bla. Das kopiert ihr mal rein ins Terminal damit. Da rein und einfügen und Enter drücken. Habt ihr das gemacht, ist in eurem Download-Ordner folgendes drin. Ich habe natürlich schon. Dann haben wir das da drin. LS, ne? Da gibt es einen Unterordner Cool Retro Term und da ist all möglichen Kram drin. Da müssen wir erstmal mit CD rein. CD und dann Cool Retro Term. So. LS. So, und jetzt muss da noch was gemaked werden. Das ist noch nicht fertig. Nö, das ist noch nicht. So. Kopieren. So. Und dann wird da was gemaked, einfügen, habe ich schon gemacht. Ne? Und nachdem das dann gemaked ist, dann kann man starten. Dann hat man nämlich dann das eigentliche Programm da drin. Und da startet man mit Punkt Schräger. Ne? Und
dem Programmnamen einfügen. So, und dann startet das. Hoffentlich. So, dann sieht das so aus. Ne? Und dann habe ich mir noch einen Starter gemacht oder ihr macht euch einen Link auf dem Desktop und dann startet der ganze Kappes. Sehr schön. Link hänge ich euch natürlich an. So, ich habe mir natürlich dann Verknüpfung gemacht mit dem Ding auf meinem Desktop. Könnt ihr machen, damit das sofort so läuft. Sehr schön. Profil, also da bin ich jetzt ganz fasziniert. Könnte ich jetzt noch kombinieren? Ich hatte mal ein Video gemacht, da habe ich das mal so gezeigt für Commodore 64 oder so. Ne? Oh, das ist auch schön. Ja. Ja, und da flimmert dann so Ast rein. Kann man natürlich im Vollbild. IBM DOS. Oh ja, paradiert. Ne? So, prima. Sieht original so aus. Da kann man rumflimmern lassen. Profile, IBM 3278. Aha, LS, sehr schön. Könnt also ganz normal mit dem Terminal arbeiten, ja, aber sieht aber ganz anders. Profil, Default, MBR. Sieht ja gut aus. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. LS, Exit.